Moin Leute, herzlich willkommen zu den LOL News. Mein Name ist Basti und wie immer starten wir sofort rein in die erste News. Und dort blicken wir natürlich auf die LEC. Am vergangenen Wochenende hat da nämlich das Finale stattgefunden und die Mad Lions haben am Freitag das Auftaktspiel gegen G2 Esports gespielt. Die Series ist dabei so gestartet, wie die meisten es für wahrscheinlich gehalten haben. G2 hat einen 1-0 Start hingelegt. In Game 2 haben die Mad Lions dann aber einen sehr, sehr wichtigen Cannon-Toplane-Pick bekommen, den G2 versucht hat, mit einem Akshan zu countern. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Dann gab es auch noch eine sehr, sehr lange Pause, weil Broken Blade so rumgeswungen ist und dann die Ulda, weil man von hinten kam, aber das war alles ein bisschen verwirrt. Aber das Ende vom Lied war, dass Mad Lions ausgleichen konnte. In Game 3 gab es dann einen sehr starken Blitzcrank-Pick von Hylissang und Mad Lions haben einen von, wie sich später herausstellen sollte, sehr, sehr vielen, sehr frühen Barons bekommen und damit Game 3 für sich entscheiden können. Game 4 kam dann ein sehr spannender Nocturne Midlane-Pick für Caps durch, der ihnen das Spiel am Ende tatsächlich auch gewonnen hat. Caps, der davor aber nicht die beste Series hatte, konnte damit zumindest einen Beitrag leisten, um in Game 5 zu gehen. In Game 5 sah es dann aber nicht mehr gut aus für G2. Dabei lief es eigentlich ganz gut im Early Game. Caps hat auf der Botlane auf Level 1, wo es einen riesen 5 gegen 5 gab, das First Blood bekommen. Aber trotzdem hat er sich danach nicht wirklich absetzen können, hatte im alles in allem nicht die beste Series. Und dadurch, dass Broken Blade dann irgendwann von Kasi fast gesolot und gecatcht worden ist und Mad Lions dann wieder einen frühen Baron bekommen haben, haben Mad Lions in Game 5 gegen G2 gewonnen, G2 rausgeschleudert und sind damit ins Lower Bracket Final gegen Team Vitality gekommen. Am Samstag haben sie dann dieses Lower Bracket Final auch direkt ausgespielt, wobei sie in Game 1 ziemlich hart drüber gestompt sind, Minute 19 schon den ersten Enip genommen haben und dann auch ziemlich flott das Game beendet haben. Game 2 kam dann allerdings eine komplette Rückhandschelle wieder zurück von Vitality und ganz besonders von Perks. Der hat eine Tristana im Midlane gespielt, die fantastisch funktioniert hat. Der hatte über 36.000 Damage, ich glaube in 28 Minuten, also crazy viel Schaden für echt nicht ein so langes Game und damit Vitality in einen 1:1 Ausgleich gebracht. Game 3 war dann im Early Game ziemlich close. Es gab kleinere Vorteile für die Mad Lions, die sie Stück für Stück immer weiter ausbauen konnten. Die AD Carry Position, insbesondere Upset bei Vitality, auf dem Aphelios sah aber nach wie vor extrem stark aus. Dann gab es aber einen Teamfight, wo sich Bo ziemlich weit vorne positioniert hat. Kaiser auf Tahm Kench musste ihn saven, hatte damit kein Fressen mehr. Und Elioja hat sich gesagt, ja gut, dann trete ich euren AD Carry in mein Team rein. Hat einmal den 3,5-4 Items, ich weiß nicht wie viel Item Aphelios geinsackt. Upset hat keinen Damage gemacht in dem Fight. Damit hat Mad Lions den Fight und damit auch das Game gewonnen und war ein Game vom Finale entfernt. Game 4 war dabei dann nochmal richtig eindeutig. Vitality hat es nicht geschafft zurückzubouncen und vor allem der Toplane-Unterschied war gewaltig. Chasey hat eine absolute Carry-Performance rausgeknallt. Der Cannon wurde zu einem der wichtigsten Pick dieser Series und auch allen anderen Series an dem Wochenende. Und damit hat Mad Lions erfolgreich gegen Vitality gewonnen und ist ins Finale eingezogen. Damit hieß es am Sonntag Team BDS gegen die Mad Lions und in Game 1 sah es sehr stark für Team BDS aus. Sie hatten ja bereits im Upper Bracket Final gegen Team Vitality gewonnen, da 3-0 drüber gestormt und auch Game 1 sah Crowny, der ADC von BDS, wieder klasse aus, hatte eine Wahnsinns-Performance, hat Zeri bekommen und es gab wieder den Zeri-Moment, Pentakill, Crowny, boom, boom, pow, patapaf, into erstes Game für BDS. Game 2 war wieder Crowny sehr stark, diesmal nicht auf der Zeri, aber auf der Jinx, aber auch da klasse performt. Einfach ein grundsolides, strukturiertes Game von Team BDS, die damit 2-0 standen auf einmal, weil sie das zweite Game auch gegen Mad Lions gewonnen haben. Aber in Game 3, Leute. In Game 3 kamen die Löwen sowas von zurück. Es war sehr, sehr langsam, das Game, weil beide Teams wussten, okay, das ist das entscheidende Game. Wenn wir jetzt gewinnen aus BDS-Sicht, haben wir endlich zum ersten Mal in der Historie gewonnen. Mad ist extrem ruhig geblieben, haben lange auf einen Teamfight gewartet und dann kam dieser Teamfight. Kasi war klasse positioniert, diesmal hatte er die Jinx. Und auch er hat einmal einen Pentakill gemacht. Es war einfach das Battle zwischen Crowny und Kasi. In dieser Runde konnte Kasi es für sich entscheiden, hat mit dem Pentakill und dem Winning Teamfight sofort auch das Game beendet. Und von dieser Schelle hat sich BDS erstmal so schnell nicht wieder recovered. Denn in Game 4 war es ein kompletter Stomp. Alle Lanes der Mad Lions haben gewonnen, alle Lanes von BDS haben verloren. Irgendwie hat gar nichts mehr funktioniert. Man hatte wirklich das Gefühl, dass dieser Pentakill BDS irgendwo gebrochen hat und Game 4 war ein kompletter Stomp. Mad hat also die Series ausgeglichen. Game 5 war da nochmal ein bisschen knapper, aber auch hier gab es wieder einen extrem harten Toplane-Lead. Chasey hatte wirklich eine extrem starke Series, wieder auf einem Carry-Champion untergebracht worden und nachdem es dann einige Catches Minute 17 gab und der Gold liegt schon bei über 5000 Gold lag, war es wieder dieser Early Baron, den die Mad Lions irgendwie am ganzen Wochenende durchgezogen haben. Minute 21, 22, 23, 24 haben die wieder Baron gemacht, haben das Game dadurch gesnowballt, gewonnen und sind damit jetzt offiziell LEC-Champion.
Back-to-Back-Finals und jetzt auch Champion, das ist eine sehr starke Leistung und dementsprechend werden natürlich auch die Mad Lions uns bei MSI vertreten. Das ist auch schon direkt das richtige Stichwort, denn die Mad Lions kommen bei der MSI sofort in die Group Stage, weil sie eben Spring Champion sind. G2 Esports auf der anderen Seite, die ja den Winter Split gewonnen haben, die sind auch bei der MSI, allerdings nicht in der Group Stage, sondern in der Play-In-Phase. Diese besteht aus zwei Gruppen, Gruppe A und Gruppe B, wobei G2 in Gruppe B gelost worden ist. Dabei treffen sie in ihrem ersten Spiel auf Loud, außerdem in ihrer Gruppe sind PSG Talon und Detonation Focus Me. In Gruppe A vertreten sind Teams wie Movista R7, Bilibili Gaming, also der chinesische Vertreter, GAM Esports, also Gigabyte Marines, die der eine oder andere vielleicht noch kennt, und Golden Guardian, der Vertreter aus Nordamerika. Die MSI wird jetzt auch schon bereits am Dienstag starten, also in 4 Tagen für euch, wenn ich das richtig kalkuliert habe, schaltet dort auf jeden Fall ein. Damit blicken wir nochmal ganz kurz auf Nico. Also nicht Solar Nico und auch nicht Pixavis Nico, wir haben echt viele Nikos, sondern auf Nico, also den Champion Nico, der auf dem 9er-Patch, also jetzt Anfang Mai, ein Update bekommen soll und zwar primär, was die Passive angeht. Aktuell ist es ja so, dass Nico zu Champions werden kann und das mehr so ein Gimmick ist, denn wenn auf einmal so ein Ornn die Lane runterläuft auf der Botlane, dann weißt du, ist vermutlich kein Ornn, sondern ist der gegnerische AD Carry, wenn der ne, gerade Base gegangen ist, der gegnerische Support, wenn es ein Nico-Support ist oder whatever. Aktuell mehr ein Gimmick. Das möchte Riot aber ändern. Und zwar, dass Nico sich auch in all möglichen anderen Kram verwandeln kann. Das heißt, nicht nur Champions, sondern auch so Shit wie Minions, Monster, also jetzt kein Baron und kein Drake, aber halt so Jungle Monster, Raptors, Wölfe, Gromp, also ein Kram. Aber auch sowas wie Blast Cones und alles andere, auch Wards, stehen da laut der Aussage von Riot zur Verfügung. Das heißt, ich stelle mir das übel lustig vor, andere Leute damit zu trollen. Auf der anderen Seite stelle ich mir das übel vor wie ein Bugfest, weil wenn du alles wirst, ist ja Spaghetti Codes schon wieder krasser als mit Virgo oder sonst was. Und vor allem bin ich sehr gespannt auf diese 1 Million Interaktionen, die es gibt. Weil es gibt ja noch viel, viel mehr Dinge in LoL. Es gibt ja Zac Passive Blobs. Es gibt ja Rek'Sai Tunnel. Es gibt ja Gangplank Fässer. Es gibt ja alles. Also es gibt ja übel viel. Es gibt Shaco Boxen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei sowas wie Shaco Boxen und Zac Passen. Also Shaco Boxen sollte eigentlich gehen. Aber wobei, die werden ja auch unsichtbar. Also ich denke, das ist übel weird. Nico wird auch noch auf ein paar andere Art und Weisen gechanged. Das heißt, ihre Ult hat jetzt nicht mehr diesen Stun-Effekt, sondern ist jetzt so der gleiche Effekt wie eine Nami-Bubble. Und danach gibt es noch einen kurzen Stun. Dafür geht aber Cooldown und Attack-Damage ein bisschen runter. Beziehungsweise Cooldown geht hoch, Attack-Damage runter. Also der Rest wird ein bisschen genervt. Außerdem gibt es noch ein paar Jungle-Scalings mit rein. Also dass du Schaden an Monstern mehr machst. Overall, aber der ganz große Faktor, diese Pass-Veränderung. Ich bin sehr gespannt, wie buggy das wird. Ich bin sehr gespannt, wie hart man Leute damit trollen kann. Ich stelle es mir sehr lustig, aber auch ein bisschen disgusting vor. Ganz zum Schluss schauen wir nochmal ganz kurz auf die EMEA Masters. Dazu muss ich sagen, dass ich dieses Video am Dienstag um 16.10 Uhr aufnehme. Das bedeutet, in 50 Minuten geht's los mit EU, also mit Dach. Ja, also Unicorns und SK werden heute und morgen spielen und werden stompen und sind am Samstag hoffentlich im Finale. Aber ich weiß das halt noch nicht, weil es erst in 50 Minuten losgeht. Das heißt, am Samstag gibt es ein Finale, vermutlich mit Unicorns gegen SK. Das wäre echt krass. Vielleicht aber auch mit noch ein paar anderen, also mit halt, ne, meinen anderen Teams. Aber ich gehe ganz, ganz, ganz fest davon aus, dass es am Samstag ein übel cooles Finale gibt. Schaltet dort auf jeden Fall ein auf dem, hier ist man das In-Channel oder auch drüben auf Twitch. Macht das super gerne. Ansonsten war es mit den LoL News für diese Woche. Schaltet super gerne auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao. So, ne, tschüss.